Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Scum. In den letzten Folgen haben wir nochmal ein paar Autoteile besorgt und haben dann eben dafür gesorgt, dass wir uns mal eine neue Basis anschaffen, auch wenn das eine Licht hier nicht funktioniert, was ein bisschen schade ist, aber was soll's. Und haben uns dann entschlossen, beziehungsweise ich mich entschlossen, so, dass wir hier diese Anstalt als Basis nehmen und wir da einfach etwas weniger Aufwand haben, das ganze Zeug nochmal neu zu bauen, was wir in der letzten Staffel ja gehabt haben, dass wir da erstmal die ganzen Häuser und sowas wieder haben bauen müssen. Und das bedeutet, so diese Folgen würde ich jetzt gerne mal nutzen, dass wir anfangen, so ein bisschen Lagerraum zu schaffen im Haus drin, ne? Also möglichst eingangsnah. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob wir einen Unterschlupf bauen müssen oder nicht, dass wir am Unterschlupf auch wieder spawnen können oder ob die Flagge dafür reicht. Weil wenn ich hier auf die Karte schaue, ist immer noch hier das Haar bei unserem alten Unterschlupf. Oh, ich glaube, wir müssen einen neuen bauen, ne? Aber das können wir dann da hinten machen, wenn wir dann hier zum Garten gehen hinter. Dass wir dann hier hinten vielleicht noch irgendwie einen Unterschlupf hinstellen. Das können wir eigentlich direkt machen, ne? Starten wir damit mal los, dass wir hier auf jeden Fall wieder spawnen können, falls wir doch mal irgendwann drauf gehen. Und jetzt müssen wir mich wieder ein bisschen zurechtfinden, weil es in der letzten Zeit viel am, oder die letzten Tage immer viel am Starfield aufnehmen. Und ja, hab da jetzt schon einige Folgen auf Tasche. Ich würde mal den Unterstand, stelle ich vielleicht mal hier so hin, oder? Dann sieht es wenigstens so ein bisschen aus wie so ein Holzlager oder sowas. Würde ich hier mal platzieren. Jetzt muss ich mich auch wieder dran gewöhnen, dass F halt die Taste ist. So, und ich glaube, wir haben noch gar nichts auf Tasche, was wir da brauchen. Ist aber nicht weiter schlimm. Haben wir denn eine Axt dabei? Die haben wir, perfekt. Würde ich die nämlich auch... warum kann ich das nicht drehen? Das ist ja praktisch. Hä? Okay. Komisch. Wenn ich es wieder reinmache vielleicht? Nee. Dann legen wir es vielleicht vorsichtshalber lieber ins Auto, ne, dass wir da auf jeden Fall safe sind. Ich renne mal ein bisschen und würde das Katana am liebsten ins Auto legen, dass es halt nicht verschwindet, wenn wir irgendwie wieder 2 Meter weg sind oder sowas. So, und zwar... Wir haben hier ja nicht ganz so viel zu befürchten. Jetzt ist es auch im Auto, oder? Ich habe immer ein bisschen Schiss, weil das Katana will ich halt... Okay, das ist im Auto. Katana will ich auf jeden Fall nicht, dass es verschwindet. Das heißt, wir würden jetzt mal erstmal den Unterstand bauen. Ne, die Bäume und sowas wachsen ja nach. Das heißt, wir können hier die Bäume auch ganz in Ruhe fällen. Und auch die Sträucher und sowas. Dass wir da die Sachen zusammenbekommen für den Unterstand. Weil ich habe irgendwie die Vermutung, wenn wir anfangen, zwischendrin ein bisschen interessantere Sachen zu machen, als einfach nur Basis zu bauen, dass dann die Chance relativ hoch ist, dass ich irgendwann zwischendrin mal sterbe. Und ich... Oh, da hinten ist doch ein Zombie. Na gut, okay. Aber nicht mehr lange. So, komm her. Na komm. Okay. So, warum auch immer der jetzt so durch die Gegend gesprungen ist. Erstmal über den Pfeil drüber gesprungen. Ist aber gar nicht so wild. Gott sei Dank hat ein Schuss gereicht. So. Stehe ich wieder auf, da hinten ist der nächste. Ich glaube, wir müssen hier mehr Flaggen verbauen, dass wir dann tatsächlich auch ein größeres Schutzgebiet haben. Für den... Jetzt gucke ich erstmal, ob ich den Pfeil wieder finde. So. Na gut, ich mache erstmal den Zombie hier. Der springt hoffentlich nicht so viel durch die Gegend. Aber der hält mehr aus. So. Aber auch den schaffen wir natürlich ohne Probleme. So. Ich muss mich wieder ein bisschen dran gewöhnen, dass jetzt F die Taste der Wahl ist und nicht E. So. Ich glaube, jetzt haben wir Ruhe. Doch, hört sich mal so an. Na gut. Dann gehe ich mal wieder dahinter. Und zerteile mal weiter die Stöcke hier. Ich würde den Langstock, den brauchen wir, glaube ich, oder? So einen auf jeden Fall mal. Und dann würde ich hier erstmal Seile draus machen, dass wir die mal verbauen. Wobei, wenn wir jetzt den ersten Baum fällen, dann haben wir sowieso dann die Baumkrone. Das ist ja eigentlich ganz praktisch, weil wir mit der Baumkrone dann halt enorm viele Stöcke auf einmal bekommen. So. Und dann nehme ich jetzt einfach mal... Ich nehme mal einen kleinen. Wir brauchen ja nicht ganz so viele. Und ich gehe mal wieder raus aus der Ego-Perspektive. Wir brauchen ja glücklicherweise nicht ganz so viele Stämme. Wobei, für drin brauchen wir trotzdem, ne? Für die ganzen Regale und sowas muss ich trotzdem ein paar Stämme besorgen. Aber gut.
Was ganz cool ist, hier auf dem Gelände stehen überall solche Wasserpumpen. Warte, das ist in der Ferne. Aber da hinten ist eine Wasserpumpe. Und wenn es regnet, dann sammeln die Wasser, dass wir halt nicht ganz so ohne Wasser dastehen. So. Ich muss mal vielleicht die Tasten ändern. So. Und dann können wir den Rest noch verbauen. Hat's hier eine Baumkrone? Weil die können wir nämlich direkt mal... Oh, die passt sogar in den Wanderrucksack. Richtig geil. Dann wahrscheinlich auch die Stämme und sowas. So, jetzt habe ich sie schon wieder aufgehoben. Ich zerteile sie mal. Lieber so. Ist ein bisschen besser. So. Na gut. Das dauert natürlich immer seine Zeit, aber nichtsdestotrotz brauchen wir die Äste halt. Wir brauchen vor allem aber die kleinen Äste. Muss mal gucken, wobei hier auch eine ganze Menge große Äste rauskommen. Ich versuche es einfach mal. Ich glaube, das war keine gute Idee. Wir haben noch ein paar große. Sind das große? Oh, die großen brauchen aber relativ wenig Platz. Der Wanderrucksack ist halt einfach geil. Ich nehme mal die kleinen lieber noch mit und dann zerteile ich die großen mal. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall genug Äste. Ja, moin Reinhard, servus. Schön, dass du wieder am Start bist. Hier in den nächsten Scum-Abenteuern, wie du schön geschrieben hast. So. Und ein bisschen Schnüre brauchen wir da noch. Es ist noch ein bisschen dunkel. Ich hoffe, es bleibt nicht so lange dunkel, aber ich habe das ja irgendwann mal geändert, dass es halt dann relativ schnell dann auch wieder hell werden sollte. Und dann gucken wir mal, dass wir heute auf jeden Fall mal mit der Basis ein Stück weiterkommen. Und vielleicht machen wir zwischendrin noch mal irgendwas Interessanteres als Sachen fürs Auto suchen und die Basis ausbauen. Dass wir vielleicht wirklich mal gucken, ob wir so einen mittelalten Bunker finden, wo vielleicht noch nicht diese krassen Viecher rumrennen. Also die es jetzt seit dem letzten Patch gibt. Warte, ich nehme den mal. Warum hat er den jetzt da reingepackt? So, ich nehme den mal mit. Weil in die krassen Bunker traue ich mich noch nicht, weil da haben wir, glaube ich, noch nicht genug... Toll, ich brauche noch mehr lange Äste. Da haben wir nämlich noch nicht genug Ausrüstung für, weil ich glaube, nur mit einer 9mm da reinzulaufen, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, da brauchen wir schon eine vollautomatische Waffe irgendwie. Nichtsdestotrotz, vielleicht kommt ja der ein oder andere Loot-Drop nochmal wieder. Dann dürften wir vielleicht auch diese Folge schon unser Arsenal ordentlich ausbauen. Diese Folge, diesen Stream meine ich natürlich. Diese Folge wird sportlich. So. So, dann brauchen wir eigentlich nur noch lange Äste. Haben wir noch ein paar hier rumliegen? Ich sehe halt nichts auf dem Boden, deswegen muss ich mal so durch die Gegend laufen. Aber sieht gar nicht mal so gut aus. Da müssen wir, glaube ich, nochmal einen fällen. Oh, guck mal, hier haben wir auch noch einen Baum mit Kirschen. Sehr gut. Wenn der ab und zu mal Kirschen abwirft, bin ich auch schon zufrieden. Und es passt auch gerade ganz gut, weil wir sollten gerade sowieso ein bisschen was essen. Und dann verschlingen wir erstmal die Wildkirschen hier. So und so. Und sonst haben wir halt nichts mehr, was Kalorien liefert aktuell. Das heißt, wir müssen vielleicht auch gleich nochmal ganz kurz ein bisschen mehr essen. Und ich glaube, irgendwo in der Nähe, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwo in der Nähe war glaube ich, auch nochmal ein Feld, wo wir ab und zu mal hin können. Ne? Aber gut, das können wir gleich gucken. Jetzt hätte ich gerne... Na, perfekt. Ich gehe mal raus aus dieser komischen Kampfhaltung. Kann ich den nicht fällen? Vielleicht so? Nee. Ah, jetzt. Nee, das ist der Zombie. Nein, den Zombie brauchen wir erstmal nicht zerlegen. Sehe ich gerade keinen Mehrwert drin. Aber dann haben wir da drüben sicherlich noch irgendwo irgendwelche Büsche oder sowas. Oder auch nicht. Oh! Hallo! Na, Gott sei Dank kann man die Axt auch im Kampf gut benutzen. So. Also wirklich. Ich glaube, wir brauchen wirklich noch eine zweite Flagge. Ich weiß gar nicht, ob man zwei Flaggen bauen kann und das dann einfach das Gebiet erweitert oder ob man die vielleicht dann außerhalb des Gebiets setzen muss, dass die Gebiete dann zusammenwachsen sozusagen. Müssen wir bei Zeiten noch gucken. Aber das ist ein bisschen, weil die spawnen jetzt, glaube ich, außerhalb des Flaggengebietes und kommen dann halt trotzdem hier irgendwie rein. Und ehrlich gesagt hätte ich die gerne, wenn, dann hinterm Zaun, dass wir hier ein bisschen sicherer sind. Aber das werden wir alles noch entdecken. Jetzt gehe ich mal hier kurz vor die Tür, weil hier drin haben wir, glaube ich, keinen Busch mehr. Und es wird langsam hell, glücklicherweise. Und dann können wir hier aber mal die Stöcke mitnehmen. So. Einfach mal kurz auf den Rücken. Wobei, komm,
Die passen ja auch alle in die Tasche. Glücklicherweise. Und wir müssen gucken, wie wir drinnen vielleicht auch Essen zubereiten können. Weil ich glaube, das ist nicht so sinnvoll, wenn wir drinnen Lagerfeuer machen oder sowas. So, Unterstand haben wir. Und das Haar hier ist weg. Das heißt, das Haar ist jetzt wahrscheinlich hier und man sieht es nicht, weil ja, der rote Marker das halt gerade verbirgt. Aber nicht so wild. Dann haben wir den Unterstand schon mal. Und dann würde ich gerne einmal kurz den Bogen wieder auf die 2 legen. Dann würde ich gerne anfangen, schon mal ein paar Schränke und sowas zu bauen. Ich würde sagen, dass wir... Vielleicht fangen wir hier auf der Seite mal an. Ich hoffe, hier drin sind keine Zombies. Hier haben wir ein paar Betten. Ich glaube, abbauen kann man Möbel, glaube ich, nicht, oder? Nochmal? Nee, kann ich nur pausieren. Haben wir vielleicht hier drüben mehr Platz? Oh, sonst nehmen wir halt die beiden Räume irgendwie auf Vorrat sozusagen. So. Bauen. Ich würde dann direkt loslegen mit den Garderobenschränken. Die haben, glaube ich, am meisten Lagerkapazität. Die setze ich einfach mal... Na? Jetzt sag bloß, ich kann hier drin nicht bauen. Och nein. Das ist nicht dein Ernst, oder? Also Kisten gehen? Oder bin ich vielleicht noch zu schlecht irgendwie im Bauskill für die Garderobenschränke und sowas? Kann ich einen Stuhl? Warte mal. Oh, das ist doch scheiße. Ja. Es ist so viel zu unserer Basis, ne? Warte mal, dann baue ich vielleicht mal... Geht es hier in diesem Zwischengang? Da geht es. Na, dann setze ich die... Ich setze mal welche hier hin, ne? Dann haben wir halt ein bisschen Außenlagerbereich drin. Können wir da ein paar Kisten reinstellen und so. Ach, das ist jetzt aber Mist. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber gut. Müssen wir halt so zurechtkommen. So, was brauchen wir denn dafür? Ich baue vielleicht mal 2 am Anfang. Dass wir erstmal überhaupt die Sachen ein bisschen einlagern können. Und dann, wenn wir wieder die Materialien haben für noch ein paar mehr, dann können wir auch noch ausbauen. Also wir brauchen Bolzen oder Nägel, Metallschrott und Werkzeugkisten. Und halt ein paar Baumstämme und sowas. Aber das ist ja, das dürfte kein Thema sein. Da hinten liegen noch ein paar. Ich glaube, 2 Stück kriegen wir direkt auch ins Inventar, ne? Zumindest mal, wenn ich es richtig sortiert habe. So. Ich guck mal kurz. Ja, wenn man sie... Hallo? Okay, das finde ich noch ein bisschen komisch. Warum kann ich denn jetzt... Hä? Also irgendwie dreht es... Okay. Egal. Ich lege mal die 2 Stöcke ab. Stöcke sind jetzt nicht so wichtig. Wobei eh das... Ja, okay, ich habe eh zu viel geladen. Dann nehme ich halt den 2. einfach in die Hand. So. Moin, Lukas der Echte. Schön, dass du dabei bist. So. Die pflanze ich jetzt mal direkt hier davor. Dann können wir sie zerlegen und dann direkt anfangen, schon mal die Sachen hier einzuräumen. So, 1-mal und 2-mal. Komm, ich hole die anderen auch gleich, ne? Dann tragen wir jetzt erstmal durch die Gegend. Und dann können wir später dann die ganzen Sachen zerlegen. So. Das Aufheben dauert immer so lang. Also so einen Baumstamm in den Rucksack zu packen, geht irgendwie deutlich schneller, als einen Baumstamm aufzuheben. Aber gut. Soll uns nicht aufhalten. Ich glaube, wenn wir jetzt hier noch den 5. Baumstamm kurz holen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug Bretter. Und im Auto dürften wir... Oh, warte, den lege ich auch noch ab. Und im Auto dürften wir auch noch die Nägel und sowas haben und die Bolzen. So. In die Hände nehmen. Baumstamm schleppen gibt Bookies. Ja, cool. Dann rennen wir jetzt 3 Stunden durch die Gegend mit dem Baumstamm auf dem Schulter. Nee, Quatsch, machen wir natürlich nicht. Was ist deine Meinung zu Starfield? Gut oder eher weniger? Also ich sag's mal so, ich habe bisher 17 Folgen aufgenommen, weil ich irgendwie nicht aufhören konnte. Also mein Fazit bisher ist tatsächlich gut, ne? Also lohnt sich. Ich hoffe, ihr schaut vielleicht hier und da mal rein. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, man möchte es erstmal selbst spielen und so. Nichtsdestotrotz würde es mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr Spaß. Es ist sehr groß. Also es gibt sehr, sehr viel zu entdecken bei Starfield. Und ist aber klassisch für ein Bethesda-Spiel, ne?
Ist No Man's Sky besser oder Starfield? Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe No Man's Sky noch nicht gespielt. Aber ich würde, also ich glaube, No Man's Sky ist so vom, also ich kann mich jetzt nur darauf berufen, was ich so mal gehört habe und sowas. Und da scheint No Man's Sky von der Erkundung des Weltraums und sowas her besser zu sein, weil man halt keine Ladebildschirme hat, beziehungsweise keine Cutscenes, wenn man auf dem Planeten landet oder so, oder wieder startet und sowas, sondern weil man quasi ohne Ladescreens durchheizen kann. Ich glaube aber insgesamt von der Vielfalt her, von dem, was man machen kann, ist, glaube ich, Starfield besser. Mir macht es auf jeden Fall sehr Spaß. Aber ich, wie gesagt, ich habe No Man's Sky nicht gespielt, das heißt, ich kann dazu relativ wenig sagen. Aber Starfield kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe auch schon gehört, dass es jetzt eine Verwunderung gab, dass ich jetzt Starfield spiele. Wo aber ja, ich spiele tatsächlich auch so bisher alle Bethesda-Rollenspiele, ne? Also Fallout und Skyrim und Oblivion davor und so weiter habe ich auch alles gespielt, weil ich auch echt ein Fan bin von den Bethesda-Spielen. Hast du einen Key bekommen oder wie konntest du vor Steam Release spielen? Ich habe tatsächlich diese Premium Edition, Premium Collector, nee, wie heißt die? Digital Premium Edition gekauft, mit eben früher Early Access Zugang. Weil ich einfach, ja, ich konnte es nicht aushalten und ich wollte ehrlich gesagt auch mit den Videos ein bisschen früher anfangen als dann zum offiziellen Release. Aber eben, deswegen sind schon einige Folgen online. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr irgendwann mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, nicht umsonst habe ich jetzt mich ein bisschen selbst bremsen müssen, nicht weiter aufzunehmen, weil ich jetzt schon bei 17 Folgen bin, die auf Platte liegen. Und ja, aber meines Erachtens nach lohnt sich's. Jetzt habe ich den wieder aufgenommen, oder? So. Okay. Habe ich schon mal gemacht. Einen großen Rucksack und wo noch Bleiplatten reingehen, voll mit Bleiplatten vollgestopft und dann mal trainiert. Zum Beispiel laufen wird man mit der Zeit stärker. Ach, das geht auch mit dem Rucksack. Okay. Das ist gut zu wissen. Weil das ist natürlich praktisch, wenn wir einfach den Rucksack so vollpacken, dass er halt richtig, richtig schwer ist, dass wir dann eben so auch die Stärke trainieren. Guten Abend, Cobra, Servus. Schön, dass du dabei bist. So, die Toolbox nehme ich mal mit, die brauchen wir auch gleich. Wobei ich nehme erstmal die mit. Diese selbst hergestellte. So. Und dann alles an Bolzen und Nägeln, was ich habe. Ich glaube, ich nehme so eine Kiste gleich. Weil komm, ich nehme die hier auch mit. Leg die aber zusammen, so. Und hier haben wir noch ein paar Nägel. Du, 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 du. Und sonst haben wir ja nur noch die Box. Kommt, nehme ich auch gerade mit. Können wir sicher brauchen. Jetzt machen wir erst einen Schrank fertig, dann können wir im anderen schon mal Sachen einlagern. Du, 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 du. So. Ah, Metallschrott, Mist. Ja, Metallschrott habe ich jetzt vergessen. So, dann brauchen wir noch drei Stück. Drei? Warte, habe ich richtig gesehen? Nein, fünf brauchen wir noch. Okay. Du, du, du. Zwei, drei, vier und fünf. Gut. Liegen lassen aber keine. Und dann werde ich noch kurz die Dings aus dem Auto holen. Den Metallschrott, wobei ich weiß gar nicht, ob wir da schon so viel haben. So, das kommt erstmal da rein. Das haben wir, glaube ich, auch verbaut, so gut wie es geht. Na, oh, hier wäre noch ein Bolzen gewesen. Und wir haben halt einiges an Waffen, ne? Aber das macht sich gut, wenn wir mal wieder zum Händler fahren. Da können wir ein paar davon verkaufen, weil die bringen immer ganz gut Kohle. Na gut, okay, ich habe jetzt nicht so besonders viele Metallschrottstücke. Ich muss nochmal runter zum Parkplatz, ne? Da stehen ja ein paar Autos in der Gegend rum, dass ich da vielleicht, aber dann nehme ich das Katana wieder mit. So. Okay. Da geht anfangs die Ausdauer schnell in den Keller, wenn man tonnenweise aufgeladen hat. Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, genau dafür macht man es ja, ne? Dass die Ausdauer dann mehr wird. So, das Katana nehme ich mal ganz kurz auf die 1. Ah, jetzt geht's wieder mit dem Drehen. Okay. Nehme ich mal auf die 1 und dann gehen wir mal Metallschrott sammeln. Wirst du eigentlich auch Sunkenland-Gameplay und aufnehmen? Ich muss gucken. Also grundsätzlich ja. Also ich finde das Spiel sehr spannend.
Lust drauf habe ich schon. Wir haben aber gerade beide Upload-Slots voll, ne? Also, was ich mir vorstellen kann, ich will demnächst mal gucken, dass ich mal irgendwie noch einen weiteren Abend freigeräumt bekomme, sage ich mal, um einfach noch mal ein bisschen mehr zu, streamen zu können, dass wir es dann vielleicht im Stream spielen, ne? Und wir da auch Platz insgesamt auch für ein paar mehr Sachen haben, die jetzt vielleicht kein Let's Play rechtfertigen, nenne ich es jetzt mal, sondern wo man sagt, man möchte einfach nur mal ein paar Stunden reinschauen. Muss mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie gegebenenfalls mal sonntagsabends oder ansonsten vielleicht mittwochsabends oder sowas noch Zeit finde, sage ich mal, zum Streamen. Aber dann ist sowas wie Sunkenland auch mit oben auf der Liste. Also, dass man sich wenigstens mal anschaut, zusammen streamen und vielleicht dann ja, Folgen aufnimmt davon für mal einen Lückenfüller, wenn man mal irgendwie weniger Zeit hat, Sachen aufzunehmen. Aber spannend finde ich es. Also, in absehbarer Zeit kann ich mir das vorstellen, um deine Frage zu beantworten. Sunkenland ist gut, aber alleine wird es nach 8 Stunden zu schwer. Spricht noch mehr für den Stream, dass man vielleicht dann sich die ersten 8 Stunden anschaut und man dann eben mal guckt, ob man dann weitermachen will oder nicht. Ich weiß aber nicht, ob es auf YouTube noch Platz finden kann. Weil das ist halt immer das Problem, weil ich will halt nicht 3 Slots garantieren, in Anführungsstrichen, oder anfangen. Und dann, wenn mal irgendwie weniger Zeit ist, dann nur noch 2 Slots bespielen können oder sowas. Das wäre halt ein bisschen doof. So. Okay, dann haben wir hier schon mal, wobei vielleicht, na gut, jetzt steht die Flagge im Weg. Vielleicht hätte ich die Flagge ein bisschen weiter woanders hinbauen sollen, dann hätten wir hier mit dem Auto reinfahren können. Aber gut, ich baue vielleicht auf der anderen Seite auch direkt schon mal 2. Es geht ja recht schnell, ne? So. Du. Na, so. Steht ein bisschen in der Wand. Oh. Ja, das sieht nicht so gut aus. Warte mal. Ich glaube, ich muss das Brett da wegnehmen. So, das lege ich mal kurz dahin. Und dann baue ich jetzt hier mal... Vielleicht steht er jetzt ein bisschen gerader. Müssen wir mal gucken. So steht er schräg. So steht er gerade. So, oder? Ja, perfekt. So, dann kommt das hier noch. Das verbaue ich gerade mal. Gut, Bretter hebt er nicht so langsam auf wie Baumstämme. Schon mal praktisch. Oh, ich sehe so wenig. Warte mal, ich mache mal so. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Na gut. Und dann sollten wir uns, glaube ich, aber zuerst um was zu essen kümmern. Weil wir haben schon ziemlich Hunger. Ups, spring mal da drüber, bitte. Haben wir noch was hier im Auto vielleicht? Also wir haben noch Richards Käse hier. Den können wir eigentlich auch nochmal essen irgendwann. Weil im Auto haben wir... Ah gut, wir könnten ein bisschen Senf und Mayonnaise essen. Ich weiß jetzt nicht, wie nachhaltig das ist, wie nahrhaft das ist. So. Aber wir haben hier auch nicht mehr besonders viel. Vielleicht laufe ich mal... Wo waren denn nochmal Felder hier in der Nähe? Dass wir mal ein paar Felder abgrasen gehen. Aber ich gehe erstmal einlagern, dass wir auch ordentlich Sachen mitnehmen können natürlich. Oh, hier liegt noch ein Brett. Dann haben wir die Metallteile schon mal verbaut und dann mache ich hier einfach mal, ja, wir sortieren nachher alles mal um. Jetzt machen wir erstmal so ein bisschen noch provisorisch. So, so und so. Ich glaube, die Felder haben wir komplett angelegt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir sollten auf jeden Fall so schnell wie möglich, oh, der Wind ist ein bisschen laut. Wir sollten so schnell wie möglich auch noch wieder Pfeile machen, weil ansonsten haben wir echt ein Problem. Lass mal kurz gucken. Ich glaube, wir haben Steinspitzen schon gemacht. Ich gehe mal kurz ins Auto nochmal gucken. Hast du schon gehört, dass angeblich GTA 6 am 24.10.2024 rauskommen soll? Habe ich noch nicht gehört, aber das ist ja noch ein bisschen hin, ne? Bis 2024. Wird sicher aber auch ganz cool. Ich habe neulich mal wieder so über die Runden, sage ich mal, ein bisschen GTA 5 mal wieder gespielt. Hatte ich einfach mal wieder ein bisschen Lust drauf, ein bisschen was... Wo man einfach mal ohne Vorsicht durch die Gegend ballern kann und sowas, ne? War auch mal wieder ganz cool. So, jetzt brauche ich doch die Stöcke wieder. Wo habe ich die reingemacht? Hier, glaube ich. So, brauche ich aber noch ein paar mehr. Und Federn brauche ich noch, die habe ich jetzt vergessen.
Ich glaube, Federn haben wir auch genug gesammelt. Ich schau gerade mal. So. Hier haben wir schon mal 3. Ich finde es noch ein bisschen lässig, dass die Sachen nicht automatisch stacken, wenn man sie irgendwo rein macht. Weil jetzt haben wir hier eigentlich 10 Federn, aber die, ja, die zweiten 7 quasi hätte ich fast übersehen. Hier hätten wir nochmal Steinpfeilspitzen, aber das ja, brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Hier vielleicht noch, dass die wegkommen. Dann haben wir 10 Federn, dann können wir auf jeden Fall ein paar Pfeile herstellen. Und sonst sehe ich keine auf die Schnelle. So, ich mache noch ein paar Pfeile und dann müssen wir gucken, dass wir ein bisschen was zu essen finden. Weil wir haben schon wieder ziemlich Hunger. Quatsch, da brauche ich da hinten noch so einen Busch. Am besten mit dem Steinmesser. Dass wir das Katana nicht kaputt machen währenddessen. So, okay. Nutze ich mal die Zeit und nehme mal ganz kurz einen Schluck Tee. So. Dann zerteilen wir die einmal. Und dann haben wir auch genug für die Pfeile. Und dann können wir direkt losgehen, ein bisschen Nahrung suchen. Irgendwie ein Maisfeld oder so. Mal gucken, ob eins in der Nähe ist. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger hier oben. Ne? Also auch insgesamt, weil der Fluss ist ja auch ein bisschen weiter weg, in Anführungsstrichen. Zumal wir sowieso noch keine Angelrute haben und sowas. So, dann nehme ich... Wo sind sie? Hier die Holzpfeile mit Steinspitze. Können wir direkt mal loslegen. Beim Download von GTA 6 könnten schon 200 GB zusammenkommen. Die Befürchtung habe ich auch. Also... Ich meine, wenn man auch mal guckt, wie groß Red Dead Redemption 2 zum Beispiel war und wie groß GTA 5 allein schon war, ne? Und das ist ja jetzt auch schon, ich glaube, 8 Jahre alt oder so, das Spiel, ne? Dafür sieht es aber noch echt gut aus.